Die meisten Krankheiten, die kommen von der Angst. Die Angst vor dem Leben. Schlussendlich ist die Angst vor dem Leben nicht mal vor dem Tod. Die meisten Leute, die meisten Leute fangen nicht an, wirklich zu leben. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Ich bin Jacqueline Rose, 27 und Schamanin. Also eine Schamanin oder ein Schaman sind Personen, die Zugang haben zu der nicht alltäglichen Wirklichkeit, also zu der geistigen Welt. Also ein Schaman tut auch meditieren, aber es ist auf eine andere Art. Also in der Meditation verbindet man sich auch viel nur gegen oben und nicht gegen oben, also nicht zu der Erde. Also ich versetze mich in einen anderen Bewusstseinszustand mit den Trommeln, dass die Einschränkungen vom Körper auch überwunden werden, also dass die Seele auf Reisen gehen kann. Ich habe immer gefühlt, dass es mehr gibt, dass es nicht alles ist. Und ich bin dann auf die Suche gegangen, also ich bin dann reisen, ich bin auf Asien, Südamerika. Und schlussendlich in Südamerika, in Peru, bin ich im Dschungel und habe dort mit den Ureinwohnern gelebt. Also ich war dort fast ein Jahr und sie haben mich dann dort auch trainiert. Ich habe pro Woche 3-mal eine Ayahuasca-Zeremonie gemacht. Und das auch eingenommen und mich selber geheilt, die Verbindung mit der geistigen Welt aufrecht behalten. Vor allem durch das Ayahuasca. Und so bin ich eigentlich mal in die Spiritualität eingeführt worden mit dieser Pflanze. Ayahuasca ist keine Droge, es ist eine Medizin. Es gibt Leute, die es als Droge bezeichnen. Die es auch als Drogen brauchen. Also Ayahuasca wird zum Teil auch als Partydrogen missbraucht. Aber das geht da hinten raus. Also die Leute, die das machen, und eine neue Kombination mit Alkohol. Also das wird nicht gut. Sie werden das einnehmen und werden zuerst mal eine körperliche Reinigung durchmachen. Und ja, das ist nicht immer angenehm. Also es wird mir erbricht. Oder es wirkt sehr abführend. Und ja, vor allem Menschen, die einen ungesunden Lifestyle haben, bei denen ist es noch extremer, die körperliche Reinigung, bevor dann die Visionen kommen. Also sie erfahren keine Heilung, dadurch, dass sie so Partydrogen einnehmen. Also, es muss auch in der Natur gemacht werden. Es kann jetzt nicht irgendwie in einem Haus innen sein und, oder nahe an den Strassen. Also, das würde alles die Heilung beeinträchtigen. Schwierig finde ich es nicht, jetzt alleinerziehend zu sein. Ich finde es schön. Also, eigentlich finde ich es schön, ja. Ich genieße die Zeit mit ihm. Also, ich habe gerne die Ruhe. Und ich bin gerne ein bisschen alleine für mich und nicht so viel unter Leute. Als Aussteigerin bin ich nicht, nein. Ich gehe dann auch gerne wieder in die Stadt zum Teil. Also, ich brauche wieder Ausgleich einfach hier. Das ist so wie meine Ruheoase. Ich bin überzeugt, dass jedes Kind die Fähigkeiten hat. Jedes Kind ist offen für die geistige Welt. Also, die sind verbunden, die Kinder sind verbunden. Erst mit der Zeit kommt das. Die Trenntheit mit sich selber auch und dann durch das die Trennung von der Natur. Danke. Ich habe einfach nicht viel Seich gemacht in der Schule oder ich habe nicht viele Freunde gehabt auch so, weil ich habe mich immer anders gefühlt. Also ich habe mich als Aussenseiterin gefühlt und zum Teil habe ich auch einfach wirklich die Auras gesehen von den Leuten und ich bin dann einfach Für die Aussenstehenden bin ich dann abgeschweift, dadurch, dass ich eben die Energien gesehen habe von den Leuten. Nicht immer, das ist einfach plötzlich, wenn ich beim Schulzimmer gesessen und dann ist es plötzlich gekommen, dass es einfach angefangen hat zu leuchten um die Leute herum.
Ich habe nicht gewusst, dass es in Tauer. Also ich habe das früher nicht so gewährt. Für mich war das einfach normal. Und ja, mittlerweile weiss ich, dass es sich um Tauer handelt. Also ich habe nach der Schule habe ich gerade als Model angefangen. Ich bin dann auch ins Ausland, also auf Mailand, London, Barcelona. Und mich hat es aber nicht ganz glücklich gemacht. Also das Model, ich wollte einfach mehr, also mehr vom Leben. Was mich eigentlich gestört hat, ist das Ganze drum und dran. Und zum Teil wird halt einem das Gesicht zugeschminkt, dass man sich selber nicht mehr kennt. Und mit dem konnte ich mich dann wie immer weniger identifizieren. Also ich habe mich dann im Spiegel angeschaut und habe gedacht, das bin nicht ich. Ich habe mich einfach nicht mehr ich selber gefühlt. Im Moment arbeite ich wieder als Model. Und ich finde, das braucht es beides. Das ist für mich auch der Ausgleich, das Modeln und der Schamanismus. Ich finde, es gehört beides zusammen, auch zu der Spiritualität. Man braucht immer Schwarz und Weiß. Ich has nie, also mein Herz ist immer auch ein Stück weit dort geblieben. Und mittlerweile stört es mich auch nicht mehr, wenn ich geschminkt werde. Was ich nicht mehr so viel werde wie früher. Ich weiss nicht, wieso. Ich werde jetzt meistens einfach natürlich geschminkt. Mama? Ja, das ist Mama. Ich mache das nebenbei. Ich lebe nicht von dem. Mein Haupteinkommen ist also vom Schamanismus. Und das Modeln ist nebenbei. Das mache ich einfach als Hobby, als Ausgleich. Spiritualität, das muss nicht heissen, dass jemand einfach in einer Waldhütte lebt, für sich allein und nichts mehr von der äußeren Welt zu tun hat. Ich habe das Gefühl, das ist, für mich ist das nicht Spiritualität. Für mich ist Spiritualität, wenn man auch offen ist für die andere Welt, die oberflächliche Welt. In meinem ganzen Leben mache ich spirituelle Erfahrungen. Mein Leben ist eine spirituelle Erfahrung. Und das habe ich auch beim Modeln, die Erfahrungen. Also diesen Ruf habe ich schon immer gespürt. Der Ruf, Heiligen anzubieten. Ich bin dann einfach auf Mount Shasta, Kalifornien gegangen. Und ich hatte dort eine Nahtoderfahrung. Durch die Nahtoderfahrung haben sich mir die Türen geöffnet, das dann auch wirklich zu machen. Nach dieser Erfahrung haben die Leute angefangen, mich aufzusuchen oder mich zu finden. Sie haben mich gefunden und wollten Hilfe von mir. Also, ich fragte, ob ich Heiligen mache, ob ich Heiligen anbiete. Am Anfang habe ich zwar schon gesagt, ja, eigentlich nicht. Oder? Also in meinem Inneren habe ich gedacht, ja, eigentlich ja nicht. Oder? Aber ich habe dann angefangen mit ja beantworten. Ja, ich mache Heiligen, ich biete Heiligen an. Und habe das wirklich dort angefangen zu machen. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich einfach, ja, dass es noch stärker geworden ist, der Ruf, und dass ich es dann auch verwirklicht habe. Und da das Heilzentrum eröffnet habe. Es ist auch immer so lustig, dass ich das Geschäft betonen will. Es ist ja mehr auch eine Berufung. Also ich möchte nicht eigentlich sagen, es ist ein Geschäft. Oder? Also, es ist meine Berufung und ich mache das, weil das meine Aufgabe ist, das zu machen. Teilen, also den Menschen die Heilung zu bringen. Also es kommen Menschen zu mir mit ganz verschiedenen Themen. Also es kommen Menschen mit psychischen Krankheiten, aber auch körperlichen Krankheiten. Ja, ganz verschiedene Sachen, aber meistens entsteht ja alles aus dem Seelischen. Also auch die körperlichen Krankheiten, das entsteht alles aus dem seelischen Leiden, aus der Angst. Also ich bin da, um den Leuten das Herz zu öffnen, damit sie auch den Zugang zu der Selbstheilung wieder haben, damit die Energie wieder fliessen kann. Für das bin ich zuständig. Ich bin wie ein Kanal. Ein Kanal, einfach
offen durch auch die NATO-Erfahrung auch, weil ich schon dort war, bis ich gesehen habe. Ich atme sehr ruhig, langsam, regelmäßig. Und durch das komme ich dann in einen Rhythmus hinein, in die Verbindung der Mutter Erde und den Rhythmus der Mutter Erde auch. Die Kraft, die ich habe, die gebe ich weiter in diesen Personen, auch durch die Berührungen. Und das nehmen sie auf. Also die andere Person hat ja auch eine Energie und dann gibt es so einen Austausch. Dann findet die Heilung statt, wenn die Energie dann in die Person hineinfließt. Es kann sein, dass der Puls sich erhöht oder dass die Atmung sich verlangsamt, vertieft auch. Oder dass die Leute fangen an zu brüllen. Das ist sehr oft der Fall, dass einfach das, durch dass die Blockade sich löst, kommen ihnen gerade Tränen an. Und so merke ich, dass das, ja, es passiert etwas. Im Amazonas ist es einfach so, es hat giftige Tiere, es hat Schlangen, es hat Krokodile, es hat alles. Also man muss die Augen offen haben, auch wenn man schläft sozusagen. Das heisst auch, man hat nicht mal die Zeit, darüber nachzustudieren, dass man vielleicht traurig ist oder irgendetwas. Das gibt es dann gar nicht mehr, das gibt es dort nicht. Man muss immer wach sein, man kann nicht schlafen. Da habe ich eigentlich gelernt, auch wirklich bei mir selber sein, präsent sein. Ich habe das auch selber gemerkt. Ich war wie vorher selber in einer Traumwelt, als vor dieser Erfahrung im Amazonas. Also die Erfahrung hat mich eigentlich wach gemacht. Ich habe das schon mit meiner Familie geteilt. Also sie sind eigentlich sehr offen für das, auch zum Teiligen empfohlen. Und sie haben halt einfach gemerkt, auch, dass ich jetzt den Zugang habe zu der geistigen Welt und dass auch meine Gedanken, mein Denken total anders ist, mein Handeln auch. Und das merken sie schon. Und ich kann auch, wenn jetzt jemand mich etwas fragt, dann bekomme ich wie die Information auch direkt vom Ursprung, also von den Quellen. Und ich sage Sachen, die ich früher nie gesagt habe, also wo ich nicht gewusst habe, dass sie existieren, also wo ich nicht gewusst habe, dass sie rum sind.